blicke hinauf in die Dunkelheit. Es war mein 10. Geburtstag, als die vereinten Marskolonien den Gencode knackten. Schnell waren Gendefekte und Erbkrankheiten Geschichte. Aber die Forschung machte keinen Halt. Genmodifikationen kamen in Mode und bald suchten sich die Marsbewohner ihre Hautfarbe aus. Doch mit diesem begrenzten und verstümmelten Genpool konnten sich die Menschen fernab von der Erde nicht mehr natürlich fortpflanzen. Um nicht auszusterben, kehrten sie zu uns zurück. Aber nicht als Freunde. Mit den Peperit-Klonen brachten sie unsere Hauptstädte unter Kontrolle und lösten die Regierung ab. Um die jüngsten Aufstände zu zerschlagen, erschufen sie eine neue Generation. Die Peperit 8. Das sollte mein Leben verändern. Ein befreundeter Journalist war bei seinen Recherchen auf etwas gestoßen. Am Morgen der großen Ablösung verabredeten wir uns im Grenzgebiet. Gut, dass es so spontan geklappt hat. Klar. Wegen der Studie. Hast du noch was rausgefunden? Ist alles okay? Nichts ist okay. Es geht um die Neuen. Die Studie, an welcher wir vor 2 Monaten teilnahmen, stellte sich als Ursprung von allem heraus. Es war ein Forschungsprojekt zur DNA-Replikation. Erfüllt man die Anforderungen, wird man reich. Das war genug Ansporn für die meisten. Heutzutage muss man für Geld Schlimmeres tun, als seinen Gencode zu verkaufen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das piekst kurz. Ihr Name? Carmina Fontaine. Haben Sie genetische Modifikationen? Nein, ich bin regulär. Sehr schön. Ja, das war's. Sie können zurück ins Wartezimmer. Danke. Für mich sieht es nach einem fast ausgeglichenen Kampf aus. Zum ersten Mal. War wohl nur eine Frage der Zeit. Aber es sind immer noch zu wenige. Bei Journalisten wie Sie die Wahrheit totschweigen. Für die Zensur kann ich auch nichts. Entschuldigung, von wann ist das? Heute Morgen. Siehst du die Peperitze in meiner Hand da links? Ja. Die drehen langsam durch. Das war ursprünglich eine Friedensdemonstration. Ich hatte keine Ahnung, dass es Aufstände gibt. Die Bürger werden mit jedem Tag unruhiger. Genau wie die Regierung. Wie kommt es, dass Sie trotz Ihrer politischen Haltung diesen ganzen Spaß hier mitmachen? Tut mir leid. Das behalte ich lieber für mich. Ist kein Geheimnis bei mir.
Ich habe eine kleine Tochter und wenn sie erwachsen ist, soll sie die Interstellare Akademie besuchen. Du benutzt also das ganze Geld, das du hier bekommst, für dein Kind? Das ist zumindest der Plan. Ich will einfach von ihr abhauen. Endlich weg von dieser blauen Kugel. Auf den Mars? Auf den Titan. Wirklich? Da ist doch nichts. Ein paar Kolonien, kaum Zivilisation. Das macht es doch so spannend. Wieder Entdecker und Siedler sein. Dabei sind wir Menschen gemacht und wenn man erst dort ist, dann wird man gebraucht. Man ist wichtig. Meine Damen und Herren, die heutigen Untersuchungen sind abgeschlossen. Danke Ihnen, dass Sie alle da waren. Nur mit Ihrer Mithilfe wird unser Forschungsprojekt überhaupt durchführbar sein. Und wir sehen uns also nächste Woche und seien Sie dann möglichst dickhäutig, denn Sie werden etwas sehen, das eventuell ein Schock für Sie sein könnte. Guten Morgen, Ihr Kaffee. Wo ist denn die Milch? Milch? Tut mir leid. Ja. Guten Morgen. Operation starten. Ihr Kaffee. Gerade rechtzeitig. In Gefahr? Hilferitz, Angriffssignal bilden. Halte die Formation. Warte auf Befehle. Verhaltet euch leise! Das ist der Test? Geht schon los? Wir sollten uns erstmal Schutz suchen. Wir müssen auf alle Fälle zusammenbleiben. Feuer nach eigenem Ermessen. Warum soll ich dir denn vertrauen? Was soll das jetzt? Wir haben doch keine Ahnung. Wir müssen als Gruppe agieren. Auf eure Hilfe kann ich verzichten. Lauf! Hier rüber! Ich kann nicht. Schaut mal da vorne. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Komm, wir schauen uns den mal näher an. Scheint, als gäbe es heute leichte Beute. Och, das arme Ding. Wertlos. Na? Schieß ich dir in den Kopf oder schieß ich dir in den Bauch? So ein Fleischbeutel. Ihr verliert Zeit, weiter vorrücken. Verstanden. Hey!
Wo ist der Platz? Wie hast du es gemacht? Psst, nicht so laut, die hören uns ja noch. Ja, ja, gib mir seine Waffe. Die nehme ich lieber. Na komm schon, gib her. Du kannst damit nicht umgehen. Bleib weg und komm nicht näher. Jetzt geht sie schon her. Hm? Sag mal, spinnst du? Lass los. Du hast doch keine Ahnung, du dumme Schlampe, hä? Finger weg! Damit steht das Ergebnis fest. Wir sind alle sehr zufrieden. Sie sind sehr beeindruckend, Frau Fontaine. Danke. Das bleibt aber unveröffentlicht, oder? Ja, natürlich, alles streng vertraulich. Aber das war doch nicht echt, oder?
wie geheim das ist, was Sie heute sehen durften, das muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht sagen. Oder wozu ich gezwungen bin, falls einer von Ihnen mein Vertrauen missbraucht. Ja, dann danke ich Ihnen allen für Ihre kooperative Partizipation an unserer Studie. Besonders Ihnen, Frau Fontaine. Das hier wird den Frieden in den Straßen wiederherstellen. Bring das in die Entwicklung.